Schönen guten Tag und herzlich willkommen in meiner heimischen Bude. Mein Name lautet Gregor Katsios und wie ihr da draußen vielleicht an meinem prall gefüllten Regal und der ganzen Hardware hier sehen könnt, ich bin großer Fan von Video- und Computerspielen und habe darüber hinaus das Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte. Ich bin seit sehr vielen Jahren in der Berichterstattung unterwegs. Unter anderem habe ich mitgewirkt an der Fernsehsendung MTV Game One. Bin gerade unterwegs als Moderator und Redakteur beim Internetsender Rocket Beans TV. Ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal, leite den Plauschangriff-Podcast und jetzt habe ich auch noch ein Buch geschrieben. Wie geht das denn? Ja, in meiner Funktion als Rocket Beans Mitarbeiter darf ich viele verschiedene Sendungen leiten, unter anderem das Nerdquiz, der übrigens Shoutout an die Kollegen von Lapan, der neue Nerdquiz-Kalender 2022 ist draußen mit ganz, ganz vielen neuen Fragen. Aber wenn es nicht um Quizzes geht, mache ich unter anderem auch die wunderbare Sendung den Retro-Club, bei der ich verschiedenste Themen aus der Vergangenheit der Computer- und Videospiele dann durchnehme, wie beispielsweise die guten alten LucasArts Adventures wie das Monkey Island, das bei vielen die Point-and-Click-Leidenschaft geweckt hat. Man darf natürlich auch nicht das originale Super Mario Brothers vergessen, das allererste vom NES hier in der japanischen Version. Es können natürlich dann auch Computer sein, wie der Commodore 64. Das ist natürlich die Miniaturfassung, der ist im Original ein kleines bisschen größer. Oder da haben wir auch noch den guten alten Game Boy, die Handhelds, die tragbaren Kassetten inklusive. Da haben wir Metroid 2 gerade drin, Metroid feiert Jubiläum 2021, also passt es umso besser. Und im Internetfernsehen, dann wird das meist so umgesetzt von mir, dass ich die Spiele spiele, vielleicht noch ein paar Geschichten raussuche, persönliche Anekdoten erzähle. Und das macht mir immer so viel Spaß, dass ich dabei gedacht habe, ich komme ja auch aus einer Zeit, wo ich vor dem Internet über Computer- und Videospiele gerne gelesen habe, sei es in Zeitschriften oder Büchern mit großen Screenshots, mit Bildern aus den Spielen, mit Informationen von Geräten, die ich damals nicht haben konnte, wie der PC Engine, ja, spezielle Konsole aus Japan, die nicht allen Leuten bewusst ist. Ich wollte dieses Gefühl beim Retro-Club nicht eben nur auf Bewegtbild dann beschränken, sondern ich finde es auch ganz toll, wenn man mal sowas zum Nachschlagen in der Hand hat. Ne? Und ich habe auch schon lange Zeit nicht mehr wirklich meine Skills, meine Fähigkeiten zum Schreiben dann auspacken können, weil ich habe auch mal für Zeitschriften geschrieben eine Zeit lang und in Zeiten von Social Media und YouTube und Online-Videos habe ich nicht mehr die Gelegenheit gehabt, das wirklich noch mal ein bisschen auszureizen. Und das habe ich im vergangenen Jahr gemacht. Ich habe viel von meiner Freizeit dafür aufgewendet, mal zu sehen, wie ist es noch mal, über Video- und Computerspiele zu schreiben. Und vor allem auch die ganzen Wissenslücken, die ich habe, weil ich kann ja auch nicht alles selbst erlebt haben und gewusst haben, da mal nachzuholen, mal konkret nachzufragen, wie war es eigentlich bei diesem Umstand? Wie ist es passiert, dass SNK, der japanische Hardwarehersteller, eine Konsole herausgebracht hat, mit der man Automatenspiele direkt daheim zocken kann? Wann ist das eigentlich passiert? Wie war es übrigens mit Richard Garriott, dem Erfinder der Ultima-Rollenspielserie? Der ist tatsächlich in den Weltraum geflogen. Alles solche kleinen Sachen und Geschichten, die man vielleicht weiß, wenn man ganz großer Fan dieser bestimmten Sparten ist. Aber was ich machen wollte, war eben ein Nachschlagewerk wie das ABC der Videospiele zu haben, das jetzt dank der Unterstützung von den Kollegen von Lappern bald erscheint, komprimiert auf knapp 200 Seiten. Dann viele verschiedene Themen, wo es viel Info, aber auch, ich hoffe mal, viel Unterhaltung gibt, weil da muss man natürlich auch sehen, was für eine Geschichte dahinter steht, die man erzählen möchte. Was sind die Fakten? Wo sind vielleicht gegensätzliche Aussagen, die durch verschiedene Leute getroffen wurden, um zu sehen, was stimmt denn eigentlich hier und wie schaut das aus. Diese Recherche, die war sehr aufwendig, aber ich habe auch gemerkt, dass es mir wirklich Spaß gemacht hat, dieses ganze Wissen, das da draußen ist, zu komprimieren, zu bündeln und hoffentlich in einem schönen Paket zu verpacken, dass man als Videospielfan, sei es als jemand, der damals die ganzen Sachen schon miterlebt hat und jetzt sein Gedächtnis nochmal auffrischen will oder vielleicht auch gar nichts mit Videospielen zu tun hat und sagt, hey, da wo alle möglichen Themen von A wie Atari bis Z wie Zelda oder T wie Tetris durchgegangen werden. Wo kann ich mir das nochmal in ganz Kürze knackig dann nochmal geben? Und das soll das ABC der Videospiele sein. Und ich hoffe, dass das ganze Vorablob, was ich dafür bekommen habe, weil ich habe gemerkt, dass die Leute da draußen dann wohl auch immer noch Lust haben auf Gedrucktes über Videospiele, dass der Inhalt das auch erfüllen wird. Und deshalb bedanke mich bei allen Leuten, die so viel Vertrauen vorab mir schon gegeben haben. Und ich lege allen anderen nahe,
Probiert's mal aus, schaut mal rein. Es ist nicht allzu teuer. Kann man sich mal kurz auf den Esstisch draufstellen und während man wartet, dass sein Essen im Ofen fertig wird oder die Bestellung ankommt, dann mal ein bisschen durchblättern und vielleicht entdeckt man das eine oder andere Spiel, von dem man schon mal was gehört hat oder das vielleicht zu den eigenen Lieblingsspielen gezählt hat. Ansonsten, ja, ich hoffe, es gefällt euch und vielleicht können wir bei Gelegenheit irgendwann mal wieder was Neues machen, weil da draußen gibt es noch viel mehr über Videospiele. Vielen Dank.